Mahlzeit, ihr übermotivierten Weltraumforscher. Herzlich willkommen zurück zum Mass Effect Andromeda. So, was wollen wir machen in diesem Teil? Wir wollen erstmal hier hinfahren und diesen Abwurfpunkt hier machen. Das hatte ich ja im letzten Teil schon angekündigt. Unterwegs werden wir noch an diesem interessanten Ort hier vorbeikommen. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Das war, glaube ich, diese Cat-Basis, zumindest so eine Cat-Station. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier diese Höhle machen. Aber ich glaube, die liegt nicht auf dem Weg. Ich glaube, da müssten wir von hier hin. Ansonsten haben wir hier noch so einen interessanten Ort. Hier haben wir den letzten Monolithen, den möchte ich gerne noch mitnehmen. Und dann mal schauen, was so geht, ob wir dann vielleicht schon ins Gewölbe gehen. Mal gucken. Also erstmal muss ich mich jetzt hier zurechtfinden. Muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Also ich muss in diese Richtung raus. Okay, die Straße ist allerdings auf der anderen Seite. Boah, das Spiel leckt. Ich weiß nicht, das ist seit dem letzten Patch ist das. Das ist widerlich. Das gibt's doch gar nicht. Was für kranke Aussetzer. Was ist das denn hier? Es geht gar nicht. Ehrlich, es ist gerade absolut unspielbar. Ja, nervig. Also der interessante Ort war schon, das war hier. Ja. Boah, das ist ja widerlich. Auf so zu lenken. Doch gar nicht. Das habe ich doch vorher nie gehabt. Also hier waren wir aber schon, oder? Ey, das ist doch echt unspielbar jetzt. Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Mann, Mann, Mann. Also wenn das so weitergeht. Dann, nein, danke. Dann war's das heute mit Mass Effect. Das gibt's doch nicht. Das ist echt unspielbar jetzt. Ich habe teilweise eine Sekunde Lag hier drin. Phoebe, glauben Sie immer noch, dass das Reliktzeug uns dabei helfen wird, hier zu leben? Alles deutet darauf hin? Sie klingen nicht sehr überzeugt. Wir finden einen Weg. Auch wenn es nicht die Relikte sind, wir finden einen Weg, ganz sicher. So, ich muss immer anhalten, wenn sich die Passagiere unterhalten, weil ihr kennt das ja. Wenn man ein bisschen zu weit fährt, dann hört das Audio auf einmal auf. So, da hinten sind schon wieder ein paar Cat gelandet. Okay. Eine Gruppe registrierter Kriminelle hat dort vorne Bergungsgut gesammelt, Pathfinder. Meinst du da, wo sie alle wild am Ballern sind? Meinst du, da soll ich mal hin? Ach, das ist meiner. Das ist mein PB Botter.
So, ist doch alles ruhig hier. Den feinsten Loot gibt's hier. Na gut. So, weiter geht's. Meine Quest natürlich wieder verschwunden da oben. Ich habe jetzt wieder nur die Nexus-Quest, die mir angezeigt wird. Das geht mir auch richtig auf den Sack. Was du nicht siehst, und das beginnt mit einem B. Ja. Verdammt, sind sie gut. Tempo-Schwelle! So, gibt's hier irgendwas? Also ich muss jetzt nach rechts, hier geradeaus wäre die Höhle. Aber da will ich jetzt nicht hin. Ich will jetzt erstmal zu diesem Abwurfpunkt. Und dann kommen wir ja an diesem Gebäude hier auch noch vorbei. Alle zusammen. Keine Sorge, ich blinzle nicht mal. Wenn es was zu sehen gibt, sehe ich's auch. Sie werden sehen. Vielleicht nehmen Sie dazu Ihre Augen und nicht Ihr Mundwerk. Wie wär's? Das wäre ja langweilig. Also hier ist das interessante Gebäude. Wir sind da, aber wo ist Reyes? Achso, hier muss ich sogar hin, oder was? Okay. Ja, man weiß es nicht. Die Quest wird mir ja, wie gesagt, nicht angezeigt. Wobei ich auch eine andere aktiv habe im Moment. Mit Reyes zusammenarbeiten, Drogenkonsum in den Kedera-Slums untersuchen, Führung der Verbanden zu Problemen auf Kedera befragen. Mein Gott, jede Menge hier. Umwelt von Kedera durch Zurücksetzen des Gewölbes stabilisieren, alles klar. 40% Lebensfähigkeit erreichen. Hui, also ihr habt aber gleich mal ganz viele Ansprüche, wa? Das hat aber doch hier nichts mit zu tun. Okay. Cutscene. Reyes sollte eigentlich hier sein. Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung! Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen! Sie wissen, was als nächstes geschieht. Ich kann es mir denken. Sie werden mich und meine Freunde töten. Ich hätte allerdings vorher noch einige Fragen. Nein, sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Hass vergiftet einen nur. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Kedera? Sloan belügt mein Volk und nutzt es aus, um Macht zu erlangen. Ich bin nicht Sloan. Sie sind alle gleich. Nicht so schnell. Spät dran. Ich habe eine gute Entschuldigung. Sie sehen es in drei... Steht nicht einfach nur rum! Zwei. Tötet sie! Eins. Noch wütend? So viel zum Thema, wir können in Frieden zusammenleben. Gut gesehen. Ja, sehr schön.
Völlig falsche Waffe. Kann ich denn jetzt irgendwie mein Ding jetzt hier wechseln? Nee. Also ich konnte irgendwie Profile, glaube ich, ändern. Das ging irgendwie. Da kommt eine Granate angeflogen. Aber ich habe halt nur ein Profil aktiv im Moment. Nee, das ist auch was anderes. Wie ging das denn? Ich konnte doch irgendwie... Scheiße. Na egal. Irgendwie meine ich, konnte man verschiedene von diesen Fähigkeiten halt quasi so solche Vorlagen erstellen. Die konnte man dann, meine ich, auch wechseln. Aber das geht jetzt hier nicht. Weil ich halt auch keine Vorlage erstellt habe. Ich würde halt jetzt gerne diese Stolperfallen hier ersetzen durch eine vernünftige Funktion. Aber jetzt ist auch egal. So. Alles gut. Beweisen, dass sie wegen neuer Rekruten hier waren und dann angefangen haben, die Einheimischen umzubringen. Und jetzt sind sie tot. Happy Ends sind doch was Schönes, nicht wahr? Happy Ends hatte ich mir immer anders vorgestellt. Na gut, dann sehen wir uns hier noch so ein bisschen um. Die Quest ist ja auch schon wieder verschwunden da oben. Eine große Höhle mit nichts drin. Interessant. Dann gehen wir hier wieder raus. Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. Vielleicht sehen die Exilanten die Initiative ja jetzt in einem neuen Licht. Möglich ist alles. Aber geben Sie es zu, es hat Spaß gemacht. Bisschen schon. Manches schon. Ich wusste es. Sie sind in Ordnung. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Okay. Was höre ich denn hier? Ihn hier höre ich. Ich
Ach, diese blöden Stolperdrähte, ey, ich weiß auch nicht. Ich komme da nicht mit klar. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, nun gut, dann sind wir hier quasi fertig. Dann geht's jetzt Straße weiter, da ist dann dieser Abwurfpunkt, zu dem ich eigentlich wollte. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Bam. So, dann wird da hinten wieder ein bisschen geballert. Na gut. Da wollen wir doch mitspielen. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Da kommen sie! Meiner schon wieder. Aua. Komm schon, zeig dich. Da oben ist noch einer. Das denke ich auch. So, dann haben wir da noch den Monolithen. Hier ist noch eine Pflanzenprobe. Dann nehmen wir mal gerade die Pflanzenprobe noch mit. Die müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da habe ich natürlich echt noch viel. 2 von 10 habe ich erst. Ja, komme ich da schon wieder nicht hoch, oder? Ach, sicher. Ach man, so eine Kacke, ey. Also ab zum Auto. Geht es eigentlich, aber wenn ich mit dem Nomad unterwegs bin? Sie sind wirklich leicht zu ärgern, wissen Sie das, Pibi? Mit Ihnen rede ich nicht. Was habt ihr denn? Vertragt euch. Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe geortet. Wahrscheinlich hier, ne? Jawohl, ja.
So, was geht hier noch ab? Also, da ist noch ein Monolith. Das ist nämlich mein letzter Monolith. Und ich schätze mal, dass ich da in diese Höhle rein muss, um da irgendwas zu tun. Glyphen scannen und so. Wir kennen es ja. Ist ja immer das Gleiche. Wirklich abwechslungsreich ist dieses Spiel leider nicht. Vier Stück. Hier passiert. Relikte. Sie sind komplett zerstört. Die Einschusslöcher deuten auf Waffen aus der Milchstraße. Warum kann sie nicht scannen? Warum kann ich sie nicht scannen? Ah, da hinten sind ein paar Feinde. Idioten zerlegen den Monolith, um an Schrott zu kommen. Nein. Schnell und sauber. Okay. Ja, na gut. Dann wollen wir mal. Glyphenscan. Da ist Nummer 1. Und Nummer 2. Nummer 3 ist da. Nummer 4 ist da. Und Nummer 4. Und los geht's. Okay. Lösen wir dieses Rätsel. So, das war's schon. Kein Relikt, keine Reliktentschlüsselung. Schweres Wort. Keine Reliktentschlüsselung. Okay, gehen wir zum Gewölbe und bringen wir das Wasser von Kedera in Ordnung. Das könnten wir tun, aber definitiv nicht mehr in diesem Teil. Erstmal geht es jetzt hier wieder raus. Ach, jetzt wird geballert da hinten. Dann gehen wir da mal gerade noch vorbei. Achtung!
sehe, dass ich überhaupt keinen Schaden mache. Hydra! Junge, was ist denn hier los? Ich war noch gerade hier, vor 5 Minuten. Da war nichts los hier. Wo kommen die alle her? Da oben. Komm ich denn da auch irgendwie hoch? Hallo. Alles alle. Ja, gut. Hat immer noch nichts gebracht, aber wir hatten ein bisschen Spaß. So, was sagt die Karte? Karte sagt, hier ist nichts mehr. Karte sagt, dieses Gebäude ist immer noch weiß. Na gut, dann gucken wir uns mal die Kedera-Quests an. So, genau das hier muss ich noch machen. Diese Leichen-Quest abgeben. Das SOS muss ich noch machen. Das hier ist dann jetzt die Quest für das Gewölbe, nehme ich an. Und die hier kann ich auch abgeben, okay. Dann gebe ich jetzt erstmal gerade Opferzahlen ab. Das war nämlich in Kedera Port. Beziehungsweise vor Kedera Port. Das machen wir erstmal. Das heißt, ich gebe jetzt die beiden Quests noch ab und dann soll es das erstmal gewesen sein mit diesem Teil. Und dem nächsten können wir uns dann ums Gewölbe kümmern. Ich hoffe, dass das nicht wieder so ein schwieriges Gewölbe wird wie das letzte auf Eladen. Das war schon richtig krank. Na komm, Sie können auch da gerade hin. Was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Ich hoffe nicht. Na, halt dich doch da fest. Machst du doch sonst noch einmal. Genau. So, bitteschön. Hallo. Hi. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Hab ich. Nur so ist gewährleistet, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Nein, ich will Gerechtigkeit. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. Stufenaufstieg. Uhu. So, dann gucken wir mal noch nach der anderen Quest. Ich glaube, das ist sogar auch hier in Kedera Port, oder? Ach hier, das ist die Gewölbezugang untersuchen. Das ist die Quest dafür. Die ist ganz schön lang, was ich hier noch alles für machen muss. Na gut, also dann ist das jetzt diese hier. Ein verlockender Deal. Ach nee, die war nicht in Kedera Port, die war irgendwo unterwegs. Genau, da vorne. Ja, da muss ich hinfahren. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ist doch nichts, da ist was. Aber ich kann nichts machen.
Diese Aussetzer, ey, das ist richtig nervig. Hallo. Ich bin der Pfadfinder. Also, da muss ich rein, sagst du. Na, komm. Wieder zurück. Jo. Der Nav-Punkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Doch, aber auch noch jede Menge Exilanten, die mich töten wollten. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nav-Punkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Ich will mein Geld zurück. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen. Rückerstattungen gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Findest du, ja? So, erstmal alle Bergungsgüter weg. Und dann, schauen wir mal. Also mein Nomad ist irgendwie immer noch nicht lackiert, aber ich hatte ihn, glaube ich, auch noch nicht neu gespawnt. Was hast du denn hier so an Waffen? Kategorie wählen, geht nix. Ah. Tolle Wurst. Tja. Na gut, dann gehe ich wieder. Gut, dann war's das hier erstmal mit fertigen Quests zumindest. Und dann würde ich sagen, im nächsten Teil gucken wir uns das Gewölbe an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.